Politik für Dummies. Total recht herzlich willkommen bei Politik. Ja, Politik, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Euer Ditsche erklärt mal Politik für Dummies. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Bürger stellt sich vor, ein Bürger gründet eine Partei. Ein Bürger macht den Lauten und wird erhört von anderen Bürgern. Er stellt sich vor, er hat die Raute, egal was er hat, er wird gewählt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Politiker von heute ist eine politische Firma. Eine politische Firma, die ihre Ideologien, ihre Ideen an den politischen Markt heranführt, dort positioniert und dort bleiben möchte. Auf Deutsch, die wollen Geld verdienen. An alle, die Firmen haben. Jeder, der eine Firma hat, eine große oder auch eine kleine, stellt euch mal vor. Die Kunden kommen rein, machen ein Kreuz im Kreis und ihr werdet reich dadurch. Ja, denn ihr bekommt Geld für jede Stimme. Ja, ihr habt auch noch Macht. So funktioniert heute Politik. Die Politiker, den interessiert doch ein normaler Bürger nicht, denn sie meinen, sie sind was Besseres. Nein, es sind Bürger. Bürger mit Ideen, die sie verkaufen einem Wähler und der Wähler wählt und dann ist dieser Bürger mit seiner Idee, mit seiner Truppe an der Macht. So funktioniert heute Politik. Dass der Bürger den Bürger, der gewählt hat, vergisst, vergisst der Wähler leider ständig. Er hat gewählt und nachher sagt er, ich war das nicht. Nö, ich habe die nicht gewählt. Das ist seine Schutzbehauptung. Das ist dem erwählten Bürger, der sich dann Politiker nennt, sofort Diäten bekommt, sofort die Diäten erhöht, sofort Geld bekommt, für so etwas vor die Kamera zu treten, zu sprechen, kriegt er Geld. In jeglicher Talkrunde. Was dem Wähler wieder egal, weil der Wähler schaut ja zu. Ja? Also noch einmal, Politiker von heute sind Firmen, die sich politisch organisieren, sich wählen lassen und auf Zeit Macht haben. Haben sie keine Macht? Machen Sie den Lauten. Hauptsache, Sie bekommen das Kreuz im Kreis, verdienen richtig Geld damit, werden selber reich und reicher. Denn Politik von heute ist Politik für die 1% Weltbevölkerung. 1% Weltbevölkerung, denn die haben 96% des Kapitals, des Weltkapitals. Und wir hier, euer Ditsche, ja, euer Ditsche, der Typ von der Couch, Autsch. Ja, der gehört zu den 99%, die nur 4% des Weltmarktanteils versuchen zu bekommen. Und das ist verdammt schwierig, denn 99% von 7 Milliarden Menschen ist, wer rechnen kann, eine ganz dolle Kiste, da rauszukommen. Und die 1% der Weltbevölkerung, also 1% von 7 Milliarden Menschen, verdienen das Schweinegeld und sie leben für das 1% vom Prozent für das Prozent. 1% und haben 96% vom ganzen Kapital. So sieht das aus. Und wir hier wählen und finden das auch noch toll. Und die lachen sich kaputt. Denn wenn wir Politik hätten, richtig gut laufende Politik hätten, dann würde doch kein Politiker sagen, die müssen wir bekämpfen. Denn wir Bürger haben andere Bürger gewählt. Ja, jetzt ist dreimal sogar gewählt worden. Und davor wurde auch gewählt. Und dann ist so eine neuartige Firma aufgetaucht mit Frau Petri. Jetzt darf man nicht mehr Petri Heil rufen. Jeder Angler weiß jetzt nicht mehr, wie er sich begrüßen soll. Scherz am Rande. Ja, meine lieben Dummies. Das ist mal Politik heute. Politik ist Firma und Firma macht Kohle. Und der Bürger ist so schräg unterwegs und kümmert sich um Themen, die ihn an sich analog nicht angehen. Denn, was haben wir davon? Wir haben mehrsprachige Bürger um uns herum. Hypothetisch könnte das ein Freund werden. Hypothetisch könnte das ein Kunde werden. Hypothetisch könnte das alles sein. So, dass wir
mit unserer Sprache, mit unserer Kultur und zweimal Krieg verloren, die Dummen der Dummen sind. Ja, damit müssen wir leben. Nur wollen ja einige nicht. Und die, die ein Alter haben und ein Alter jetzt erreicht haben, möchten damit natürlich nichts zu tun haben. Ist denn jedem Wähler mal aufgefallen, dass in einem Altenheim der heutigen Zeit kein WLAN und kein Digital-TV? Aber in jedem Asylheim kommt die Telekom, baut da WLAN und die kriegen Digital-TV, aber so ausgerichtet, dass sie ihr Heimatprogramm sehen können. Und alle, die in deutschen Häusern gewohnt haben oder in deutschen Häusern wohnen und plötzlich morgens früh wach werden und 95%, fast 99% mehrsprachige Bürger leben plötzlich da und man wundert sich, dass man kein Fernsehprogramm hat, weil die auf dem Dach herumturnen und die Schüssel drehen. Zack, Feierabend, nichts mehr mit deutschem Fernsehprogramm. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer nicht wach werden will, muss hier leben. Und wer hier lebt, muss das akzeptieren. Wer das nicht akzeptiert, hat irgendwas bei der Wahl nicht richtig gemacht. Also ich plädiere, euer Ditsche, ich plädiere dafür, dass jedes Altenheim WLAN bekommt, Digital-TV und das allerneueste, wenn es sein muss, 2.0 von dem, was neu ist. Fernsehen, UHD, 4K etc. pp. Ja, ob alte Menschen später mit einer Datenbrille umgehen können, wetten das, die können. Heute können sie es nicht, weil sie haben es nicht gelernt. Das mal dazu. Also wer wählt? Wer wählt? Gibt dem Erwählten richtig Schotter in die Hand. So sieht's aus. Die kriegen Geld. Die haben 200, 300, 400 Leute da sitzen. Dafür kriegen die Geld. Die haben eine Partei. Dafür kriegen die Geld. Sie sitzen in Talkshows und sprechen zu uns. Nee, zu uns nicht, zu sich selber. Ballen sich da in die Worte, knallen sich gegen die Köpfe und machen einen auf laut und kriegen richtig Schotter. So sieht Politik heute wirklich aus. Schon mal drüber nachgedacht?